tonight. The Lord is coming, are you ready? Die zweite Engelsbotschaft soll wiederholt werden. Und ein zweiter Engel folgte und sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Die zweite Engelsbotschaft von Offenbarung 14 wurde im Sommer 1844 zum ersten Mal verkündet. Damals galt sie auf unmittelbare Weise den Kirchen der Vereinigten Staaten, wo die Warnung vor dem Gericht am weitesten herumgepredigt und am allgemeinsten verworfen worden und wo der Niedergang der Kirchen am schnellsten erfolgt war. Doch kam die Botschaft des zweiten Engels nicht im Jahr 1844 zu ihrer letzten Erfüllung. Die Kirchen erlebten damals als Folge ihrer Zurückweisung des Lichtes der Adventbotschaft einen sittlichen Fall. Dieser Fall war jedoch nicht vollständig, da sie damit fortfuhren, die besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu verwerfen. Fielen sie immer tiefer. Aber es kann jedoch noch nicht gesagt werden, Babylon sei gefallen, weil sie alle Völker mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt habe. Noch hat sie nicht alle Völker dazu gebracht. Gott hat immer noch ein Volk in Babylon. Und vor der Heimsuchung durch seine Gerichte müssen diese Treuen herausgerufen werden, damit sie nicht teilhaben an ihren Sünden und nichts empfangen von ihrem Plan. Das ist dieselbe Botschaft, die durch den zweiten Engel ausgerichtet wurde. Babylon ist gefallen, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Was ist dieser Wein? Ihre falschen Lehren. Sie hat der Welt anstelle des Sabbats vom vierten Gebot einen falschen Sabbat gegeben. Sie hat die Lüge wiederholt, die Satan zum ersten Mal Eva gegenüber im Garten Eden geäußert hat. Die Lüge von der natürlichen Unsterblichkeit der Seele. Viele verwandte Irrlehren hat sie weit herum verbreitet, hat solche Lehren gelehrt, die nichts als Menschengebote sind. Im letzten Werk der Warnung, in dem die Welt erreicht werden soll, ergehen an die Kirchen zwei klare und bestimmte Appelle. Die Botschaft des zweiten Engels lautet: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und im lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft ist eine Stimme vom Himmel zu hören, die sagt: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Völkern. The Lord is coming, are you ready?